Wir gehen in diesem Podcast auf die Antigoniden in Makedonien und die Bünde im griechischen Mutterland zur Zeit des Hellenismus ein. Im Gegensatz zum Reich der Ptolemäer und vor allem zum Seleukidenreich ist das Reich der Antigoniden ethnisch relativ einheitlich. Von 276, also von Antigonos II. Gonatas, bis 168 vor Christus wird Makedonien von der Antigoniden-Dynastie regiert. Die Feudalstruktur, die die Argeiden geschaffen hatten, lebte fort. Nach wie vor waren die vielen kleinen Landbesitzer wichtig, die als Pezeteiren in der Landwirtschaft eingesetzt wurden und die in der makedonischen Heeresversammlung gewisse Mitspracherechte hatten. Diese makedonische Heeresversammlung ist eine Art Volksversammlung. Wie oft sie einberufen wurde, wissen wir nicht. Es sind auch keine Dekrete epigraphisch erhalten, was wohl kein Zufall ist. Das Heer bestimmt theoretisch den neuen König. Und jeder König war seinerseits auf den Goodwill des Heeres angewiesen, das auch über Fälle von Hochverrat richtet. Die Philoi, die Freunde des Königs, rekrutierten sich, anders als bei den Seleukiden und Ptolemäern, nicht aus den fähigen Leuten der ganzen griechischen Welt, sondern ausschließlich aus dem einheimischen Adel. Manchmal erwähnen Inschriften ein Koinon der Makedonen, also einen Bund, aber der war nur schwach ausgeprägt. Der makedonische König regierte autoritär. Der König schloss Verträge allein. Erwähnenswert ist auch, dass die Makedonen niemals einen Herrscherkult für einen ihrer Könige einrichteten. 316 gründete Kassander Kassandreia auf der Halbinsel Palene am Ort des alten Potadeia, das von Philipp II. Zerstört worden war, sowie Thessaloniki. Kassandreia hat einen Rat, Thessaloniki einen Rat und eine Volksversammlung. Hier werden also die Polisstrukturen des Südens nachgeahmt. Dennoch kontrollieren königliche Vorsteher, sogenannte Epistatei, alles im Namen des Königs, wobei Finanzbeamte ihnen dabei halfen. Die Städte übten aber eine lokale Selbstverwaltung aus, hatten eigene Geldmittel und konnten das Bürgerrecht ihrer Stadt an andere Makedonen verleihen. Die Zentralverwaltung spielte bei den Antigoniden eine weniger wichtige Rolle als bei den Ptolemäern und Seleukiden. Die obersten Magistrate rekrutierten sich nicht aus dem Verwaltungsapparat. Das heißt, es gab keinen Aufstieg in die Spitzenämter. Diese blieben, wie gesagt, den Philoi, den Freunden des Königs, vorbehalten, der seine Getreuen damit auszeichnete. Er konnte sie aber natürlich auch jederzeit wieder absetzen. Den Antigoniden gelang es nicht, die Außenbesitzungen mit dem Mutterland zu verschmelzen. Die Griechen im Süden empfanden die makedonische Suprematie immer als Zwangsherrschaft. 196 war sie mit der Freiheitsdeklamation des Titus Quintius Flamininus zu Ende. Dennoch blieb das makedonische Volksheer ein wichtiger Machtfaktor bis zum Untergang Makedoniens in der Schlacht von Pydna 168 vor Christus. Eine Betrachtung der Wirtschaft Makedoniens muss bei Philipp II. Ansetzen. Er unternahm gewaltige Anstrengungen, um die Infrastruktur zu verbessern. Er machte aus den Makedonen erst Bauern und dann auch Städter. Er integrierte Thraker, Skythen und Illyrer. Er ließ Dämme bauen und viele Gebiete entwässern und roden. Allerdings stellten die Abwanderung großer Bevölkerungsteile in den Orient und die ständigen Kriege einen gewaltigen Aderlass für Makedonien dar. Unter Antigonos Gonatas kam es zu einem gewissen, bescheidenen Wohlstand. Als Philipp V. jedoch im Zweiten Makedonischen Krieg gegen die Römer verlor, musste er 1000 Talente Reparationszahlungen leisten, was ihn zwang, neue Geldquellen zu erschließen. Er führte die Bodensteuer ein, Hafenzölle, legte mehr Bergwerke an und siedelte Thraker an, also eine ganz ähnliche Politik, wie sie Philipp II. Betrieben hatte. Perseus setzte dann die Politik seines Vaters fort. Die Urbanisierung schritt rasch voran, was die Archäologie belegt. Zwischen 200 und 150 wird Demetrias in Thessalien eine blühende Hafenstadt. Sie war 293
von Demetrios dem Ersten gegründet worden und genoss daher immer das besondere Wohlwollen der Antigoniden. Der Königspalast dort ist auch archäologisch gut belegt. Abgesehen von Haussklaven scheint die Sklaverei in Makedonien nicht sehr verbreitet gewesen zu sein. Makedonien war niemals so reich wie Ägypten oder das Seleukidenreich. Makedoniens Verhältnis zum südlichen Griechenland war immer komplex. Einerseits war es Bollwerk gegen die Balkanvölker im Norden, ein Schutzschild für die im Süden lebenden Griechen. Andererseits war das südliche Griechenland für die Makedonen das Tor zur Welt. Man wollte es von den Ätolern, Ptolemäern und auch vom Einfluss Pergamons freihalten. Nach wie vor war im südlichen Griechenland umstritten, wie man sich zu Makedonien stellen sollte. Mit Makedonien gegen die eigenen Nachbarn oder mit den Nachbarn gegen die Makedonen. Die Geschichte des 3. und 2. Jahrhunderts zeigt, dass diese Grundsatzfrage nicht gelöst war. Das heißt, Demosthenes und seine Gegner vom 4. Jahrhundert fanden Nachfolger in der hellenistischen Zeit. Die makedonische Oberhoheit wurde immer wieder von verschiedenen Völkern als etwas Fremdartiges und als von außen aufoktroyiert empfunden. Nach dem Chemonideischen Krieg, den ein Bündnis der südlichen Griechen gegen die Makedonen verloren hatte, formierte sich die Opposition in Gestalt des Achäischen Bundes, der einen Tyrannen nach dem anderen vertrieb. Ab dem 3. Jahrhundert wurde dieser Achäische Bund so stark wie der Ätolerbund in Mittelgriechenland. Antigonos hatte nicht die Mittel, die Tyrannen von seinen Gnaden zu schützen. Ab 239 war der Ätolische Bund mit dem Achäischen Bund gegen Makedonien verbündet. Eine sehr mächtige Koalition. Als Demetrios II. Starb, war sein Sohn Philipp erst 8 Jahre alt, Makedonien damit in großen Schwierigkeiten. Die Granden Makedoniens wählten in dieser prekären Situation Antigonos den 3. Doson zum König, der machtvoll wieder viel wettmachen konnte. Er hatte das große Glück, dass ein neuer König in Sparta, Kleomenes III., eine soziale Revolution ansetzen und massiv auf der Peloponnes auf Kosten des Achäischen Bundes expandieren wollte. Dies konnte Arad von Sikion nicht zulassen. Er fühlte sich von Kleomenes stärker bedroht als von Makedonien und vollzog nun eine in den Augen vieler Zeitgenossen schändliche Kehrtwendung seiner bisherigen Politik. Er rief nun die Makedonen, die er Zeit seines Lebens bekämpft hatte, auf die Peloponnes zu Hilfe, um gegen die spartanischen Expansionsgelüste vorzugehen. 224 war Antigonos Doson wieder Herr über Korinth. Er starb 221. Nachfolger wurde nun Philipp V., den er sozusagen vertreten hatte. Philipp V. kehrt nun zur alten Bündnispolitik seiner Vorfahren zurück. Nun aber schließt er Bündnisse mit Konföderationen, nicht mehr nur mit Stadtstaaten. Eine neue Symmachie entsteht mit Achaiern, Thessalern, Epiroten, mit Akarnanien, Böotien und mit den Phokern. Die Entscheidungen mussten von allen Mitgliedstaaten gebilligt werden. Das ist bereits ein Gründungsfehler, denn damit war diese Symmachie immer kraftlos. Zwar war das ein Verzicht auf das Tyrannensystem des Antigonos Gonatas, aber eben nur ein schwacher Kompromiss zwischen dem Freiheitsdenken der Griechen und dem Kontrollwunsch der Makedonen. Die Symmachie schaffte es, den Ätolischen Bund zu umzingeln, führte dann jedoch einen ergebnislosen Krieg gegen ihn 220 bis 217. Philipps Niederlage gegen die Römer in der Schlacht von Kynos Kephalai 197 warf ihn dann ganz auf Makedonien zurück. Philipp begreift die Zeitläufte und kämpft dann auf Seiten Roms gegen Antiochos III., sodass er einige Gebiete in Thessalien inklusive Demetrias wieder zurückgewinnen kann. Allerdings nehmen ihm die Römer diese Gebiete nach und nach wieder ab. Im 3. Makedonischen Krieg zwischen Persus und den Römern endet in der Schlacht von Pydna 168 das Reich der Antigoniden als erstes der drei hellenistischen Großreiche. Die Bünde waren jetzt schon mehrmals angesprochen worden. Auf sie gilt es jetzt etwas näher einzugehen.
Die Bünde sind eine Form des Föderalismus. Mehrere Städte schließen sich zu einem größeren Bund zusammen und übertragen einige ihrer Rechte an diesen Bund. Die wichtigsten Bünde der hellenistischen Zeit sind der Ätolische und der Achäische Bund. Ziel war es, ein Gegengewicht zu den Monarchien zu bilden. Den Teilnehmern war klar, dass sie als einzelne Polleis nur noch schwach waren. Der Ätolische Bund ist seit 367, der Achäische seit 280 bezeugt. Es gibt ein Bundesbürgerrecht und daneben natürlich immer noch, parallel, das Bürgerrecht der Heimatpolis. Das heißt, Grunderwerb ist auch woanders möglich, auch Eheschließungen sind möglich. Es gibt aktives und passives Wahlrecht im ganzen Bund. Dennoch bildet sich keine Zentralgewalt aus, keine richtige Hauptstadt. Auf die Bedeutung der Zentralorte werden wir gleich noch eingehen. Es gibt immer eine Bundesversammlung als Primärversammlung, wo die Teilnehmer direkt mitreden konnten. Abgestimmt wird aber korporativ, also nach Mitgliedstaaten. Durch die Abtretung der Außenpolitik an den Bund kann man durchaus von Bundesstaaten sprechen. Der Ort der Primärversammlung wechselte. Es gab dann immer auch einen Bundesrat, als Synhedrion bezeichnet oder Boulé. Die Mitglieder unterlagen keinem Kontinuations- oder Iterationsverbot. Wir sehen also deutlich oligarchische Strukturen. Neben der Primärversammlung und dem Bundesrat gab es immer auch Bundesmagistrate, proportional aus den Mitgliedstaaten zusammengesetzt. Die Magistraturen werden jedes Jahr neu besetzt. Der Bundesrat als Repräsentativorgan, proportional aus den Mitgliedspolis zusammengesetzt, wurde im Verhältnis zur Bundesversammlung immer wichtiger. Im Achäischen Bund gab es eine Verlagerung der Kompetenzen nach oben. Alle Bundesbeschlüsse inklusive Gesetzgebung, aber außer der Entscheidung über Krieg und Frieden, wurden von der Bundesversammlung an den Bundesrat nach oben delegiert. In allen Bünden werden die Räte und Magistrate gestärkt, auf Kosten der Primärversammlungen. Es ist eindeutig ein Trend hin zur Oligarchisierung und Aristokratisierung der Politik. Aus Zeitgründen können wir hier nur etwas näher auf den Achäischen Bund eingehen. Die Städte an der Nordküste der Peloponnes bildeten schon früh einen Verbund, der aber unter Alexander dem Großen zerfiel. Um 280 kam es zur Neugründung. Eine prägende Gestalt wurde Arad von Sicyon, der 251 den Tyrannen aus seiner Heimatstadt vertrieb und sie an den Bund anschloss. 243 luchste man Antigonos Gonatas Korinth ab. Und weil Arad eine sehr dynamische Politik betrieb, wurden auch andere Staaten am Isthmus und Arkadien und Argos zu Mitgliedern. Dann aber wurde der Bund vom Sparta-König Kleomenes III. Bedroht, weswegen Arad, wie gesagt, den höchst umstrittenen Seitenwechsel hin zu Makedonien vollzog. Damit war der Achäische Bund von 224 bis 199 eigentlich unter der Kontrolle Makedoniens und nahm auch am Ersten römisch-makedonischen Krieg gegen Rom teil. Beim Ausbruch des Zweiten römisch-makedonischen Krieges stand der Bund klugerweise dann auf Seiten Roms und erhielt von Rom die Erlaubnis, alle Staaten der Peloponnes in diesen Achäischen Bund aufzunehmen. Dann gab es aber Streit mit den Römern um Sparta. Einem Ultimatum von Seiten Roms folgte 147 ein kurzer Vernichtungskrieg. Korinth wurde von den Römern zerstört, der Bund aufgelöst. Polybios, der in Megalopolis in Arkadien aufgewachsen war und treu in den Diensten des Bundes gestanden hatte, stand ihm natürlich sehr wohlwollend gegenüber und schildert uns in seinem großen Geschichtswerk die Ideale des Bundes in geradezu enkomiastischer Weise. Noch einige Charakteristika des Bundes. Ab 255 gab es einen gemeinsamen Feldherrn sowie gemeinsame Beamte. Ab 190 gab es gemeinsame Bundesmünzen. Die Kompetenzen der Bundesversammlung, die viermal im Jahr zusammenkam, sind umstritten. Auch eine Boulé für Männer ab 30 Jahren gab es. Zu den Vollversammlungen hatten alle erwachsenen Männer Zutritt. Die Magistrate kamen allerdings
aus wenigen Familien und auch aus wenigen Städten. Hier ist also deutlich ein gewisser oligarchischer Zug erkennbar. Wichtige Fragen über die Außenpolitik, vor allem zum Verhältnis mit Rom, wurden auf Sondervollversammlungen diskutiert. Mehr als 100 Jahre lang war der Achäische Bund also bedeutsam für die Geschichte Griechenlands. Neben dem Achäischen und dem Ätolischen Bund gab es aber auch noch andere Bünde, die zum Teil wesentlich älter waren. Die Bünde sind also kein Phänomen des Hellenismus alleine. 447 ist der Böotische Bund belegt. Seine Verfassung ist beschrieben in der Hellenika von Oxyrhynchos. Im späten 5. und frühen 4. Jahrhundert kennen wir einen Chalkidischen Städtebund. Nach 371 den Arkadischen Bund, ein Koinon. Wichtig sind auch noch der Nisiotenbund, meist unter ptolemäischem Protektorat, der Euböische Bund sowie der Lykische Bund in Kleinasien, aus 23 Poleis bestehend. Die Tendenz, sich zu Bundesstaaten zusammenzuschließen, deutet gerade nicht auf einen Niedergang der Polis hin, die Polis blieb ja unterste Organisationseinheit, sondern auf den Realitätssinn, sich zu größeren Entitäten zusammenschließen zu müssen, um den Monarchien ein Gegengewicht entgegensetzen zu können. Gerade die steigende Urbanisierung förderte den bundesstaatlichen Prozess. Die Stammesstrukturen wandelten sich um in Polisstrukturen. Nun entstehen auch in Stammesgebieten städtische Zentren mit urbanem Stadtbild. Und das heißt bei den Griechen immer mit Gymnasien, Agorae, Säulenhallen, Verwaltungsgebäuden, Tempeln, Theatern und so weiter. Das, was wir als griechische Polis bezeichnen. Die Balance zwischen Bundesebene, also der Zentralgewalt, und den Mitgliedspolis musste man immer wieder neu austarieren. Die Lösung sah in den verschiedenen Bünden immer ein wenig anders aus. Aber es gibt feste Grundprinzipien, die überall in Geltung waren. Alle Mitgliedspolis waren grundsätzlich gleichgestellt. Die Zentralgewalt durfte nicht zu stark werden und die Polisebene dominieren. Oft wurde die Bundeshauptstadt gerade nicht der Hauptort einer Gegend. Die Arkader lösten das Problem ganz radikal, indem sie Megalopolis als Hauptstadt des Arkadischen Bundes ganz neu gründeten. Das Konzept scheiterte aber. Aigion wird Hauptort des Achäischen Bundes. Thermon mit seinem Apollon-Heiligtum zum Hauptort des Ätolischen Bundes. Onchestos wird Hauptort des Böotischen Bundes und eben nicht Theben. Bundesversammlungen finden manchmal auch in wechselnden Städten statt. Diese Form des Föderalismus durch diese Bünde war eine interessante Entwicklung, die die Vereinzelung der individuellen Polis aufhob und sich wesentlich durch ihre viel demokratischeren Strukturen von den hellenistischen Monarchien unterschied. Leider scheiterten diese Bünde letztlich an Rom, sodass sie keine eigentliche Wirkmächtigkeit mehr entfalten konnten.